What? What? Entschuldigung, reden Sie mit mir? Nein, Sie reden. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr gesehen habt, habe ich für euch ein Haul und zwar von Naked. Ja. Ich habe jetzt schon öfters bei Naked bestellt. Naked muss einfach sein, sorry, aber die hatten 80% und was weiß ich was alles. Ich musste da shoppen und ich habe mir da jetzt schon zum 6. Mal, glaube ich, was gekauft. Ja, so crazy bin ich. Jedenfalls, genau, ich war da jetzt shoppen mal wieder und ich zeige euch, was ich gekauft habe. Ihr werdet alle Links unten finden. Und ja, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und ansonsten fangen wir jetzt mal an. So, ich fange direkt mit einer Sonnenbrille an. Und zwar der Sonnenbrille hier. Huhu, schaut mal die Sonnenbrille, mal was komplett anderes. Ihr kennt ja sonst meinen Geschmack, aber Gold Detail musste sein. Hier hinten, schaut mal, wie nice die Brille aussieht. Like, hallo? Entschuldigung. So, probieren die mal an, Leute. Ich habe sie selber noch nicht mal einmal angezogen gehabt, ne? Oh my God, okay. Bitte aus. Ah, die sieht so gut aus. Oh mein Gott, und mit den Haaren zusammen irgendwie. Das passt so. OMG, Leute, die sieht so nice aus. Okay, die Brille liebe ich schon mal. War nice. Ich verlinke sie euch, wenn sie noch da sein sollte. Mhm. Dann habe ich mir ein Bikini gekauft. Sieht so hier aus. Also ich werde euch natürlich jetzt, also ich habe ihn natürlich nicht anprobiert, aber ihr seht da jetzt ein Bild davon. Und zwar dieser Bikini. Ich hoffe, der passt mir und ist nicht zu groß. Also ein Unterteil habe ich geholt in einer S. Da doch, wird passen. Es muss mir passen. Genau, ich dachte mal was anderes. Nicht 100% meins, aber es sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Mal gucken, wie das aussehen wird. Aber ich riskiere immer ganz gerne Sachen, wenn ich shoppe. Dann habe ich dieses Oberteil, was eher so ein bisschen elegant ist, aber dennoch leger. So, man kann es auch am Tag tragen. Easy peasy. Man sieht es jetzt hier nicht so richtig, aber ihr seht es jetzt hier im Video. Und ich habe das in einer Größe XS geholt, weil es sonst, glaube ich, keine andere Größe gab. Und ja, es ist so ein etwas längeres Oberteil, wieder schwarz-weiß. Ich liebe Sachen so mit zwei Farben oder so gestreift und hast nicht gesehen. Ja, ich liebe es, aber es sieht hier halt so aus. Es ist ein schönes Oberteil. Sehr luftig, Qualität ist auch sehr gut. Also Naked hat super Qualität. Dementsprechend sind die Sachen normalerweise teuer, deswegen kauft im Sale, Leute. Dann habe ich hier eine Hose, da überlege ich, ob ich die behalte, weil sie sitzt gut hinten, am Po sitzt sie gut, aber vorne ist was, was mich so ein bisschen stört. Und zwar ist so eine Anzughose, ist das, in Braun. Ich habe sie in der Größe, glaube ich, 36 geholt, ne? Ja, Größe 36 habe ich. Hat hier nochmal so eine Naht, die hier einmal runtergeht. Hat an der Seite nochmal hier so einen Schlitz. Passt mir eigentlich von der Länge okay, würde ich sagen. Also eigentlich alle Hosen passen mir meistens nicht richtig, weil ich sehr klein bin. Ich bin 1,60 Meter. Aber es geht halt bei der. Hinten sieht sie wirklich sehr gut aus mit diesen Fake-Taschen. Vorne, irgendwas stört mich vorne. Also vorne weiß ich einfach nicht. Deswegen bin ich noch am Überlegen. Aber ja, ich fand das Braun halt sehr schön und hatte überlegt, einfach probiere ich mal. Dann habe ich hier noch eine Hose. Aber von dieser Hose habe ich mehrere andere Hosen. Nur noch nicht in dieser Farbe. Also ich habe eine beige Hose, aber diese Farbe, bei euch kommt sie sehr beige rüber. Aber bei mir ist sie halt nicht richtig beige-beige. Ne? Sie hat so ein bisschen Oliv. Ton mit drinne. Ihr kennt die Hose, sitzt oben mega nice, ist schön eng, ist eine Größe 36. An der Seite haben wir hier den Reißverschluss. Unten haben wir einen Schlitz auf beiden Seiten natürlich. Hinten keine Taschen, kein gar nichts. Hat aber hier so eine Vernähung, die den Po richtig schön aussehen lässt. Und sie ist mega dehnbar. Okay, Elastan lebt in dieser, okay? Sie lebt in dieser Hose. Und das liebe ich. Dann habe ich als nächstes wieder dieselbe Hose, nur diesmal in einem Grünton. So grün, ja, so ein Grünton. Oder Pastellton. Ich weiß nicht, ob es bei euch so rüberkommt wie bei mir. Die habe ich auch natürlich in einer 36. Kommt hier an der Seite mit einem Reißverschluss. Ist eigentlich genau dieselbe Hose. Unten haben wir auch so einen Schlitz, nur in grün. Hinten leger. Ich dachte mir auch mal einfach eine andere Farbe, um zu gucken, wie man sowas kombinieren kann, gucken kann, wie das so passt. Deswegen habe ich mir die gegönnt. Dann habe ich ein schwarzes Kleid geholt. Keine Ahnung, wieso ich überhaupt ein schwarzes Kleid geholt habe, weil, ja, egal. Ich fand das irgendwie nice. Es ist hier so ein bisschen durchsichtig, hat aber dieses super schöne Muster. Seht ihr das? Es ist so elegant. Unten haben wir dann diese Knöpfe bekommen, habe alleine. Es ist so ein elegantes und doch süßes Kleid.
super Kleid, fällt hier in diese Raffung runter. Ja, vorne haben wir hier, wo man so zumachen kann. Hier mit beiden Kordelteilen und unten, also hier sind sie so ein bisschen Gold, aber es ist nicht so ein strahlendes Gold. Ja, eigentlich ist nicht viel dazu zu sagen. Mit der Länge finde ich auch ganz gut. Das ist so ein Kleid, das würde ich anziehen, wenn ich zu meinem Freund, zu seinen Eltern gehe oder sowas, wisst ihr? Weil damit ist man einfach gesittet. Ein gesitteter Mensch ist mein Kleid, okay? Wir wollen gesittet bleiben. Wir wollen gesittet bleiben, ja. Hat aber auch ein bisschen was von Beerdigung, muss ich leider sagen. Naja. Ach so, die Größe. Was ist das für eine Größe? Wahrscheinlich 36, weil neuerdings hole ich meine ganzen Klamotten in 36. Ja, Größe 36. Dann habe ich hier ein Oberteil. Das habe ich euch, also man sieht es dort besser. Hier sieht man es gerade nicht. Das habe ich auch in Braun, dann habe ich es online gesehen, dann habe ich es mir auch noch mal in Schwarz geholt. Ein sehr elegantes, kleines Oberteil hinten, der Rücken ist komplett offen. Man kann ihn hier mit diesen zwei Gurten zumachen. Ich habe die Größe 36 und das Coole ist, es kommt halt hier mit so einem Gummizeug, damit das nicht so die ganze Zeit rutscht, wisst ihr? Dass nicht auf einmal der Bub rauskommt oder irgendwie sowas, das wäre ja nicht. Aber ja, schwarzes Oberteil und es ist ein paar weichen Samt, nicht Samt. Oh, wie nennt man das? Ich komme jetzt nicht auf das Wort, aber ihr seht ja den Stoff. Sehr, sehr schön. Und hier oben kann man die Seiten so ein bisschen verstellen. Da hat man nochmal zwei Sachen zum Binden. Wo ist das andere? Dann kann man das verstellen und ja, sehr nice das Oberteil. Wie gesagt, ich habe es schon in Braun, deswegen habe ich mir das noch in Schwarz. Dann habe ich ein Oberteil, es ist leger. Okay, es ist wirklich basic, aber es sieht so schön aus. Es sieht so schön aus. Wieder gestreift. Hat diese Musterung mit drin, der Stoff. Und an der Seite haben wir so einen Schlitz. Und auch das Oberteil selber verläuft nicht gerade, ne? Es verläuft schief runter. Es ist einfach so ein schönes Oberteil. Ich habe das in einer S gekauft, Leute. Was soll ich dazu sagen? Leger, basic, aber dennoch super, super schönes Oberteil. Oh, ich sehe, dann haben wir noch eine Sonnenbrille. Okay, okay, Naked. Mal schauen. Mal schauen, was mit der so ist. Ich zeige sie euch gleich. Also, das ist die Sonnenbrille. Ihr seht, dunkel. Und dann geht es hier in dieses Leo-Muster rein. An der Seite komplett dunkel. Hat hier diese kleinen Punkte. Hier hat sie auch diese kleinen Punkte. Ja, das ist von der Qualität Bombe. Stabil. Stabil, okay. Ich habe sie noch nicht angehabt. Okay, what? Entschuldigung, reden Sie mit mir? Nein, Sie reden hier, weil schauen Sie mal meine Sonnenbrille einfach. Like, hallo, hallo. Okay, ich drehe durch, aber wie schön ist bitte diese Sonnenbrille? Wie schön ist bitte diese Sonnenbrille, Leute? Okay, die Sonnenbrille ist super nice, okay. Und dieser Farbverlauf, Bombe, Bombe. Ich habe nichts auszusetzen gegen diese Brille. Bombast, nicey dicey. Sehr, sehr, sehr schöne Sonnenbrille. Und zu guter Letzt habe ich noch hier so einen Body. Der ist so sehr, sehr leicht. Hat was von einem Badeanzug. Ist aber keins, wirklich. Ich habe es in der Größe S gekauft. Hat hier diese beiden Teile, die nach oben laufen. Ist eigentlich auch super schlicht. Ist auch so ein Tanga-Body. Ja, eigentlich super schlicht. Nichts Besonderes großartig dran. Der Stoff fühlt sich halt einfach sehr, sehr schön an. Ich glaube, das war ein Body. Es war kein Badeanzug. Es war ein Body. Ich kann mich erinnern, ich habe keine Badeanzüge in letzter Zeit gekauft. Es war ein Body. Jedenfalls, ja, der Body sieht so aus. Ein super schöner Body. Und ja, Leute, das war's dann mit meinem Haul. Ich habe euch unten alles verlinkt, okay? Alles, was ich finden konnte, habe ich euch verlinkt. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten. Peace and out.